Die Lilien haben am vergangenen Wochenende gezeigt, dass sie doch noch gewinnen können und ihre Sieglosserie endlich beendet. Dirk Schuster startete so mit 4 Punkten aus 2 Spielen durchaus erfolgreich in die Rückrunde. Nächster Schritt in Richtung Klassenerhalt soll nun am Wochenende der erste Heimsieg seit langem werden. Der Maidericher Spielverein aus Duisburg wird am Sonntag am Böllenfalter gastieren und es den Lilien sicherlich nicht allzu leicht machen. Das wird ein ganz dickes Brett werden, was wir da zu bohren haben, wo wir wieder an die Leistungsgrenze gehen müssen. Im kämpferischen Bereich war ich damit absolut einverstanden in Hamburg. Das müssen wir auch diesmal wieder abrufen. In spielerischer Hinsicht haben wir uns sicherlich Luft nach oben gelassen, haben wir in dieser Woche auch in der Trainingsarbeit ein paar Ansätze gegeben, ein paar Schwerpunkte gesetzt, um uns da auch weiter zu verbessern. Speziell im Umschaltspiel nach vorn haben wir da gearbeitet. Hoffen natürlich auch, dass wir zahlreiche und lautstarke Unterstützung unserer Fans haben. Und mich würde persönlich auch sehr freuen, wenn die restlichen 900 Karten noch weggehen würden. Weil ich denke, vor vollem Haus lässt es sich mit lautstarker Unterstützung und sehr positiver Stimmung auch sehr gut Fußball spielen. Aber unabhängig davon haben wir das Ziel, am Sonntag einen weiteren Schritt in die richtige Richtung zu tun, die da heißt Klassenerhalt. Und wir werden von unserer Seite auch wieder versuchen, alles abzurufen, was in unserer Macht steht, um dann dieses Spiel auch siegreich zu gestalten. Duisburg ist als Aufsteiger gut in der zweiten Liga angekommen und steht zurzeit auf dem 5. Platz der Tabelle. Darmstadt steht weiterhin auf dem Relegationsplatz, hat aber durch den Spielabbruch beim Rückrundenauftakt mit Kaiserslautern zusammen noch ein Spiel mehr zu absolvieren als die Konkurrenz. Da Bochum und Dresden, die beide jeweils nur 1 Punkt mehr haben als die Darmstädter, am kommenden Spieltag gegeneinander antreten, würden die Lilien den Relegationsplatz bei einem Heimsieg am Sonntag auf jeden Fall verlassen. Das erste Spiel hier zu Hause war ja dann abgebrochen worden wegen dem medizinischen Notfall. Ja. Wie groß ist denn jetzt die Vorfreude für kommenden Sonntag gegen Duisburg? Extrem groß, weil zu Hause ist was anders. Also die Atmosphäre hier ist wirklich was anders. Und das war so ein gutes Gefühl, diese 45 Minuten gegen Lautern. Wir waren, denke ich, gut im Spiel, aber wir waren richtig aggressiv, richtig alle da, sehr fokussiert. Und ich hatte ein richtig gutes Gefühl, auch im Abseits, im Spiel. Ich denke, wir waren richtig gut drin. Und aber diese Gesundheit war wichtiger und wir verstehen alle, dass es so passiert ist, das ist ganz klar. Aber jetzt freuen wir uns auf jeden Fall für Duisburg, weil wir wollen auf jeden Fall in der Rückrunde stark zu Hause sein, wieder sehr stark zu Hause sein. Und ich denke, mit dieser Kulisse haben wir einen Vorteil auf jeden Fall und wir wollen das wirklich zeigen, dass ab diesem Wochenende, dass wir zu Hause wieder ganz stark sind.